Was ist denn hier los? Nicht etwa, dass wir... Natürlich glaube ich das. Wir haben nur Wein getrunken. Und dabei haben wir uns verquatscht. Dabei habt ihr euch dann ausgezogen und den Bart frisch gemacht, oder was? Ich habe Wein verschüttet. Da war nichts. Hey, gar nichts. Das nicht. Kaum bin ich weg. Ich dachte, wir... Während du weg warst, ist einiges passiert. Ja, offensichtlich. Bitte schön. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ebenso. Tschüss. Danke. Ciao. Hast du schlecht geschlafen? Ich schau mal nach den Baguettes. Komm. Was ist denn los mit dir? Ich habe ein Riesenproblem, Heidi. Ich weiß. Eins mit zwei Namen. Raoul und Juliette. Du weißt davon? Meinst du, ich habe nicht gemerkt, dass was im Busch ist? Gestern, als ich zurückgekommen bin, da... Ich glaube, die beiden, die hatten was mit dann. Die beiden? Never. Ja, aber sie kam aus dem Bad mit noch offener Bluse und er hat sein Hemd noch ausgezogen. Ja, wahrscheinlich hat Raoul ihr aus Wut Wein drüber gekippt oder umgekehrt. Ja, das hat Raoul auch gesagt, dass er Wein verschüttet hat. Hey, so wie die beiden sich in den letzten Tagen die Augen ausgekratzt haben, da lief niemals was. Ich konnte Raoul gerade noch davon abhalten, Juliette zu erwürgen. Ja, aber wieso waren sie dann gestern zusammen in der Wohnung? Vielleicht haben sie sich endlich ausgesprochen. Jedenfalls lief da unter Garantie nichts zwischen den beiden. So wie ich das verstanden habe, kloppen sie sich doch um dich. Weißt du denn inzwischen, was oder wen du willst? Ich glaube ja. Haben wir zu viel Druck gemacht? Ich nicht. Die Tatsache, dass wir beide uns jetzt halbwegs gut verstehen, macht dir die Entscheidung auch nicht einfacher. Sie kommt sowieso zu mir zurück. Musst du endlich jedes Macho-Klischee bedienen. Wenn Kerstin sich für dich entschieden hätte, wäre sie ja wohl kaum bei Raoul aufgetaucht. Sag ich doch. Bond. Dann sprichst du mit ihr. Ich? Wer sonst? Du bekommst, was du willst und ich verschwinde. Ich möchte Kerstin nicht noch trauriger machen. Fast. Also da waren so Typen und ich hatte Angst, dass sie vergewaltigt wird. Von wegen, die Lesbe braucht mal wieder einen richtigen Typ und so. Mein Gott, die arme Juliette. Ist ja nichts passiert. Wirklich? Nein, es ist alles okay, wir waren sogar in der Klinik. Und deswegen haben wir auch danach einen Wein getrunken, als du gekommen bist. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Danke, dass du Juliette geholfen hast. Lieber England, wie geht's deiner Enkelin? Alina ist ein richtiger Sonnenschein. Und Marie? Die stolze Mama. Aber ich soll dich ganz lieb von Lisa und Tapas grüßen. Danke. Die beiden bleiben länger in England. Ja. Du wolltest nachdenken, wie es mit uns weitergeht. Ja. Hast du? Hab ich. Warum bist du gestern zu mir zurückgekommen? Oder willst du wirklich mit Juliette? Gut. Aber mit dir auch nicht. Ich habe mich weder für Juliette noch für dich entschieden. Ich muss erst mal eine Zeit lang alleine leben. Ich werde nicht hierbleiben. Du kannst die Wohnung behalten. Ich will sie gar nicht.
versuchen, dich zu verstehen. Denn so darf es nicht weitergehen. Wir müssen versuchen, uns in die Augen zu sehen. Und nicht nur fluchen, die Wahrheit zu beschämen. Für die, die nach uns kommen, müssen wir es erreichen. Ignorieren wir die Zeit der Zeichen. Geh davon aus, dass mein Herz bricht. Denn unsere Liebe ist erfroren. Wenn meine Seele nicht mehr spielt, hab ich diesen Kampf verloren. Mein Herz bricht, wenn wir nicht einsehen, dass wir zusammengehören. Und wir nicht aufhören, unser Leben zu zerstören. Wenn ich dich ansehe, bist du mir hingegen. Nur unsere Ansichten sehen.